Ich will für die deutsche Bundesregierung sagen, dass wir eindeutig zu der EU-Perspektive Albaniens und des gesamten westlichen Balkans stehen. Wir wollen, dass diese Staaten an die Europäische Union herangeführt werden. Und wir wollen vor allen Dingen, dass wir beim kommenden Europäischen Rat im März eine Einigung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien erzielen und genauso auch mit Nordmazedonien. Beide Länder haben Erhebliches geleistet und diese Positionen haben wir schon beim letzten Europäischen Rat eingenommen. Wir werden jetzt hart daran arbeiten, dass wir im März Ich glaube, dass die Zukunft der Länder und damit auch Albaniens, der Länder des westlichen Balkans in der Europäischen Union nicht nur im Interesse dieser Länder ist, sondern dass es auch in unserem Interesse ist. Denn wer sich auf der Landkarte einmal umschaut, wer die geopolitischen Zusammenhänge kennt, der weiß, es ist für alle gut, wenn eines Tages die Länder des westlichen Balkans auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Und da die neue Kommission ja auch eine geopolitische Kommission sein will, gibt es eher noch mehr Gründe als weniger Gründe, diesen Prozess entschieden voranzuführen.